Super. Sie haben den Weg blockiert, Cooper. Besiegt ihren Anführer, dann könnt ihr weiter. Natürlich. Was war das denn? Nein. So, den Leutnant haben wir mit 3 Schlägen weg. Auf zu eurem nächsten Ziel, Cooper. Okay. Das ist jetzt auf der nächsten Karte, alles klar. Ist ja doch relativ linear am Ende. Auch wenn man ab und zu mal ein bisschen suchen muss, um den nächsten Durchgang zu finden, aber das ist auch alles. So, möchtest du bitte den Fokus wegnehmen? Dankeschön. Achso, du warst doch auf denen gerichtet, deswegen. Hab mich schon gewundert, warum sie jetzt überhaupt nichts mehr machen wollte. Gut, weiter. Ich glaube, hier gibt es ein bisschen mehr zu töten, wa? So, die nehmen wir noch kurz. Die geben keine Ruhe, Cooper. Schafft sie aus dem Weg. Ihr müsst weiter, Cooper. Komm mal einer zu mir, bitte. Ah ja, genau. Dich will ich hier haben. Ich hätte gern den Treibstoffkern. Ja, genau so. Das ist nämlich auch eine Errungenschaft, glaube ich, dass man einen Gegner mit einem explodierenden Treibstofftank hochjagt. Kümmert euch nicht um die Feinde und drückt weiter vor. Du musst mal wissen, was du willst, Mensch. Gerade eben sollte ich mich noch drum kümmern, jetzt nicht mehr. Es dauert ja jetzt auch nicht so lang, dass ich mich hier ewig damit aufhalten würde. Gut, immer noch 17 Minuten Zeit. Wir sind ganz gut unterwegs, glaube ich. Keine Zeit für unnötige Kämpfe. Doch, doch. Hallo. Wo sind denn meine Freunde eigentlich? Helft mir mal. Ah, komm. Okay, bei ihm ist also der Moment, wenn er selbst angreift, auch, dass wir dann zuschlagen sollten. Könntest du mal hier irgendwie... Dankeschön. Genau das. Die Anima holen. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang, ne? What will you do with me? Gib mir mal deine Ein-Mann-Packung und weiter geht's. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Und damit haben wir den Sieg auch schon errungen. Ist jetzt natürlich ein ziemlicher Durchmarsch von mir hier. Aber man muss ja auch mal seinen Lohn fürs Trainieren einheimsen können. So, davon ist der Ausgang. Erledigt den Anführer, nur dann könnt ihr weiter, Kupo. Okay, der wäre auch hinüber. Ich muss sagen, die Stürme sind nicht so meins. Bei denen habe ich noch nicht so die richtige Strategie gefunden, um die wirklich effizient zu besiegen. So, Corporal Helmut. Du bist Geschichte. Und weiter. Ins Stadtzentrum. Endlich raus aus der Kanalisation. Das Hauptquartier der Militen ist gleich davon, Kupo. Hallo, ich habe nur eine Viertelstunde. Nee, das mache ich mal nicht mit den aktiven Positionen. Mit dem aktiven Charakter auf erhöhten Positionen besiegen. So, Zerstörer weg. Soldat weg. Könntest du mal treffen? Mädchen? Ah, danke schön. Okay. Weg mit dir. Oh, hallo. Oh, was zur Hölle? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Lass mal auf King wechseln. Scheiße. King macht ja auch ganz gut Schaden für den Fernkämpfer. Und da sollten auch ab und zu mal ein paar Volltreffer mit dabei sein. Genau. Das ist dann doch ein bisschen sicherer. Wunderbar. Und damit haben wir es geschafft. Order ausgeführt. Ich wusste, ihr schafft es. Mensch, der am Ende, der war ja jetzt doch
erstaunlich angriffsstark dafür, dass ich hier doch ein ganzes Stück höher war vom Level. Schade. Naja, gut. Hat's die arme Seven dann doch erwischt. Hat sie irgendwie Pech gehabt. Och, Zeit bloß Stufe C. Tja, was soll's. Sonderbelohnung. Esper aktualisiert. Golem freigeschaltet. Den Golem, den ich auch schon mal in der Togoref-Region da mit am Hals hatte. Hier in Togoref, in der Festung. Das wäre ja unangenehm. So, wunderbar. Da gibt's ein paar weitere Belohnungen. Für besiegte Gegner und gesammelte Anime. Das ist halt nicht für das Level, sondern die Gesamtzahl natürlich. Da kommt wirklich viel zusammen. Rüstungslabor-Arsenal aktualisiert, Dornenpeitsche freigeschaltet. Stimmt, im Rüstungslabor muss ich auch mal vorbeischauen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Also die Waffen sind noch gar nicht verbessert bisher. Aber wir kommen jetzt sowieso gleich wieder zurück in die Akademie, von daher kein Problem. Gut, das wäre unter unserer Kontrolle. Wie sieht's denn aus? Was müssen wir denn jetzt machen? Ich würde sagen, wir betreten erstmal die Stadt. Ein neuer Eintrag wurde in den Annalen des Feuervogels freigeschaltet. Wunderschön. Speichern brauche ich ja nicht nochmal gerade. Du musst zur Klasse 0 gehören, richtig? Hilf mir! Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt und die Menschen hier unterliegen meiner Verantwortung. Kommandanten des Imperiums schleichen mit ihren Truppen durch die Gegend und versetzen meine Bürger in Angst und Schrecken. Sie kriegen nachts kein Auge mehr zu. Ich habe zwar das Militär um Hilfe gebeten, aber das ist zu beschäftigt, um sich um eine kleine Stadt wie unsere zu kümmern. Meine Bürger kommen nicht zur Ruhe und wir kommen mit dem Wiederaufbau nicht voran. Ich bitte dich, schaffe diese Militen aus dem Weg. Was muss man machen? Besiege zwei militische Kommandanten. Ja, nicht jetzt. Was? Dir ist das Wohlbefinden meiner Bürger wohl vollkommen egal. Genau das. Was haben wir denn bei dir Schönes? Ich habe leider nur ein paar Restposten anzubieten. Brauchst du etwas? Kommt drauf an, was du hast. Feuermagie A2 klingt gar nicht so übel eigentlich. Könnte ich vielleicht sogar gebrauchen. Wobei MP minus 18% ist natürlich Mist, ne? So, die Schutzweste ist bloß plus 10%. Was haben wir hier? Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht bei Leuten, die keine Magie einsetzen. Ich lasse es aber erstmal. Naja, so richtig geil ist jetzt nichts dabei, ne? Lassen wir das. Werde ich sicherlich auch abseits der Aufnahme mal mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen in das Ganze. Hier ist nicht viel los. Tja. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier jetzt hinreisen, aber nichts da. Okay, wir können uns direkt repatriieren lassen. Ich glaube, das wäre ganz angebracht. Wir müssen ja jetzt nicht trainieren eigentlich weiter, ne? Nö, eigentlich nicht. Komm, ab zur Akademie zurück. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Your Excellency, a report from the O9. They have located the target in Lorica and activated number 3. We estimate it to be under our full control by 1100 tomorrow morning. So, it's finally come. Inform Kunmi we will no longer be requiring her inferior services. Pyromans 842 RG. The Militesi Empire excavated the Black Tortoise Crystal from the ruins of Lorica and placed it under military control. All Lorican Alliance territories were now occupied by the Militesi Empire, coming under complete control of the Imperial forces. This news spread quickly to the far reaches of Oriens, sending shockwaves throughout all of Rubrum and the Kingdom of Concordia. Ein neuer Eintrag wurde in den Annalen freigeschaltet. Das war jetzt aber nicht so überraschend, finde ich, dass sie sich den Kristall unter den Nagel reißen und das Gebiet hatten sie ja eigentlich sowieso schon unter Kontrolle, damit, dass es letztendlich als unbewohnbar jetzt eingestuft ist und dort auch niemand mehr gelebt hat, oder?
Ihr übertrefft all unsere Erwartungen, Cooper. Und noch 3 Tage und 12 Stunden bis zur nächsten Mission. Schon wieder so lang. Cooper? Wahnsinn. Die nächste Mission bewältigt ihr bestimmt, Cooper. Empfohlene Stufe 22. Ja, das haben wir ja schon lange. Gut, dann brauche ich also auch nicht zu trainieren. Dann können wir die Zeit nutzen, um ein bisschen Quests zu erfüllen und Gespräche zu führen. Verdammt, dieser Hirohata regt mich auf. Das ist ein Typ in meiner Klasse. Hirohata, der ist so ein arroganter Vollpfosten. Na, wenn du auf Yano stehst, dann sag es dir doch einfach. Als hätte er auch nur die geringste Ahnung davon, wie es mir geht. Und wenn ich ihm sage, dass das nicht so einfach ist, dann grinst er mich immer so verschmitzt an. Das macht mich fuchsteufelswild. Warum ich dir das erzähle und nicht Hirohata? Weil ich eine Diskussion mit dem eh nie gewinne. Okay. Na klar doch. Das war jetzt eine höchst wichtige Information für mich. Naja. Ich habe übrigens auch gelesen, einige Missionen sind wirklich nicht machbar an der Stelle, an der sie auftauchen. Das liegt ganz einfach daran, dass man einen Wiederspielwert sozusagen haben soll in dem Spiel. Und zwar kann man das Spiel dann nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob genau mit dem Level, mit dem man es abgeschlossen hat, oder mit einem etwas erhöhten Level. Auf jeden Fall mit einem höheren. Und dann sind die Missionen natürlich gerade willkommen, die ein höheres Level haben. Hallo, ich bin Nadeshiko, Kadettin der Klasse 2. Wir Kadetten der Klasse 2 halten fest zusammen. Wir sind die besten Freunde und Partner im Kampf. Sehr zum Verdruss unseres Kommandanten albern wir selbst in diesen schweren Zeiten ständig um. Wir nehmen unsere Aufträge schon ernst, aber im Grunde sind alle noch Kinder. Vor allem die Jungs. Deshalb müssen sich immer wir Mädchen um all die wichtigen Dinge kümmern. Ist das in der Klasse 0 auch so? Naja, Jungs sind Idioten, was soll man da machen? Hey, du redest gerade mit King. Und King ist, würde ich denken, so ziemlich der erwachsenste Kerl in der Klasse 0. Der albert nun wirklich nicht großartig herum. Aber ich kann mal eigentlich mal wieder auf 7 wechseln. So. Schließlich, wie gesagt, will ich dir als Hauptcharakter nehmen, so ein bisschen. Ich kämpfe nicht gern, aber mir bleibt keine Wahl. Die Ausbildung zum Kadetten ist der Weg zum Erfolg, da war sich meine Mutter sicher. Aber jetzt sind Kadetten nichts anderes mehr als Soldaten. Meine Mutter macht sich solche Sorgen. Sie schreibt mir fast jeden Tag und fragt mich nach meinen Missionen. Ich konnte nicht anders und habe sie angelogen. Ich hätte doch keinen Marschbefehl erhalten, schrieb ich ihr. Mein Alltag hätte sich in den letzten Wochen kein bisschen verändert. An dem Tag, als die erleichterte Antwort meiner Mutter kam, nahm ich 8 Leben auf dem Schlachtfeld. Ich habe gelogen, aber ich habe das Richtige getan, nicht? Es ist nicht immer falsch zu lügen eigentlich. Also wenn es darum geht, jemanden die Last von der Seele zu nehmen sozusagen. Es kommt natürlich darauf an, also ein... Eigentlich sollte man schon sagen, dass schlechte Rede zu vermeiden ist. Zu schlechter Rede gehört eben auch die Lüge. Aber manchmal kann eine Lüge dabei helfen, es jemanden, den man lieb hat, einfacher zu machen, sozusagen. Ist aber schwierige Sache, das abzuschätzen. Man sollte es nach Möglichkeit vermeiden, finde ich. In dem Fall kann ich aber verstehen, warum sie es gemacht hat. So, ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz hier drüben vorbei im Kristarium. Mal sehen, ob es hier jemanden gibt, der mit uns sprechen möchte. Aus irgendeinem Grund sind die Leute im Kristarium ja meistens zu Gesprächen aufgelegt, obwohl man hier ja still sein soll. Heute aber nicht, heute nicht. Hast du eigentlich immer noch die Mission mit dem Feldeinsatz hier? Ja, tatsächlich. Ach nee, Klasse 03. Nimm 3 imperiale Soldaten für den Nachrichtendienst gefangen. In der Iska-Region. Ah, sehen da, bla bla. Sobald es. Ja, ja, okay. Nee, gut, ist egal. Wahrscheinlicherweise hätte man das sogar machen können. Man muss ja dafür nicht zwangsweise auf einen Feldeinsatz gehen, so wie es klingt. Egal. Wir gehen mal ganz kurz hier oben vorbei in der Kommandozentrale. Für den Fall, dass hier jemand mit uns sprechen möchte. Und natürlich. Ach Gott, sei es, wenn ich die schon wieder sehe. Die Madame Ete Petete, unnahbar, besonders cool.
Aber Queen ist okay. An Imperial military parade? That insignia. That must be the Imperial Marshal Sid Alstein. Our Empire recently delivered a crippling blow to Rubrum and completely vanquished the Lorican Alliance. These are but the first steps to an even greater goal. We can no longer cling to the old order with its outdated customs if we ever hope to achieve true progress. Going forward without fear of change is what makes a true citizen of Milites. Countrymen, take up your arms and open the path to a new order. We, the Militesi Empire, will become Agito, the hand that guides Oriens. Barking like the dogs they are. He must be using the name of Agito to claim dominance over Oriens. Okay, da hat ja jemand schon kräftige Ambitionen, muss ich sagen. Aber gut, war zu erwarten, dass sie die ganze, dass sie die Herrschaft über ganz Oriens erreichen wollen. Und ich muss sagen, strategisch ist es gar nicht dumm, wie sie es gemacht haben, ne? Lorica scheint ja eine extreme Verteidigungskraft zu haben, aber dieser Überraschungsschlag mit der Ultima-Bombe hat das Problem komplett beseitigt. Der Angriff auf Rubrum hat sie erstmal komplett geschwächt, die Rubrumer, und die Herren von Lorica, von Concordia scheint ja zu zögerlich zu sein, um zurückzuschlagen. Also hat er eigentlich eine gute Gewichtung gefunden, das sieht aus, um seine Gegner anzugreifen. Muss man mal so sagen, vom strategischen Standpunkt her. Wir sollten nicht in Jubel verfallen, nur weil wir es geschafft haben, Rubrum zurückzuerobern. Es ist eine Schande, dass wir es überhaupt erst so weit haben kommen lassen. Da war ja nicht mit zu rechnen. Hey. Es heißt, Sid Alstein habe die Macht in Milites übernommen, als der militische Kaiser plötzlich verschwand. Okay. Der hat dort also auch schon erst die Macht an sich gerissen. Na gut, was gibt's denn bei dir, mein Freund? Hm. Ah, sehe ich etwa jemanden aus der Klasse 0? Exzellent! Ich möchte dich um etwas bitten. Als Sprössling der Akademie wirst du mir mein Anliegen wohl kaum verwehren, oder? Siege 15 Soldaten des Imperiums für den Stabschef. Wir erhielten Berichte über feindliche Truppen, die überall in Rubrum ihr Unwesen treiben. Verjage sie aus unserem Land. Ja, können wir demnächst mal mitmachen vielleicht. Jetzt nicht. Hast du etwa Angst? Feigling, halt die Klappe. Du Spacken. So, okay, ansonsten haben wir hier vorerst noch nichts. Klassenzimmer? Nö, ich würde sagen, Klassenzimmer als letztes. Gehen wir doch erstmal kurz mal wieder auf unseren Rundgang. Die Magiefakultät zuerst. So, heute will die Mutter mit niemandem sprechen, aber hier haben wir jemanden. Ist das nicht der Typ aus der Bibliothek? My goodness. Ja, ist er. Es gibt ein sagenumwobenes Accessoire, das mich schon lange interessiert. Den Legenden nach erhöht es das magische Potenzial seines Trägers enorm. Und endlich weiß ich, in wessen Besitz sich dieses Schmuckstück befindet. Dr. Alratius. Ich muss unbedingt einen Blick darauf werfen. Deshalb werde ich mich in Dr. Alratius' Zimmer schleichen. Würdest du vor der Tür Wache halten? Eigentlich nicht. Aber was soll's. Mal sehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Wo ist es nur? Ich kann es nicht entdecken. Wie wär's mit an ihrem Körper wahrscheinlich? Das Accessoire war unauffindbar, wie es von Dr. Alratius zu erwarten war. Sie muss es an einem sicheren Ort versteckt haben. Schließlich ist es äußerst wertvoll. Aber ich werde es finden. Irgendwann werde ich es finden. Warum ich sie nicht einfach danach frage?
weil ich es eher zu Gesicht bekomme, wenn ich selbst danach suche. Du würdest das nicht verstehen. Schließlich gewährt sie ihren eigenen Kindern jeden Wunsch. Ja, und wie wär's, wenn du mich fragst, dass ich sie frage? Egal, versuch's ruhig weiter auf deine Methode. Warum kommt ja eigentlich immer diese Big Band-Melodie? Das ist total komisch irgendwie.